Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Egonson spielt Civilization 5 Brave New World. Ich habe euch gefragt, mit wem sollen wir als nächstes die Welt erobern, und ihr habt geantwortet. Die wohl populärste Antwort war mit entweder der Deutschen Demokratischen Republik oder aber mit den Germanen. Ich habe mir das mal alles angeschaut und mich da schlau gemacht, welche Mods es zu Deutschland gibt. Und dann kam mir folgende Idee. Wer das Spiel nachspielen will, ich werde die Map wieder auf egonson.de zur Verfügung stellen. Ihr könnt dann selbst euer Glück probieren. Der braucht folgende Mods, wie immer die Faster Aircraft Animation und den Info Addict. Und jetzt kommen wir zur Idee. Wir spielen mit JFDs Hitler-Mod, mit der GDR-Mod, mit Erich Honecker, ist nicht von JFD, ist aber auch einfach im Steam-Workshop zu finden. Mit JFDs die Germanen, mit dem Deutschen Reich, also das ist, glaube ich, die Weimarer Republik, wenn mich das alles täuscht. Und also auch dann mit Bismarck, der ersetzt dann das Vanilla-Deutschland sozusagen und das Königreich Preußen mit Friedrich II. Jetzt schauen wir uns mal an, mit wem ihr spielen wollt. Ich weiß schon, mit wem ich spielen will. Ich habe mir das angeguckt und mich auch schlau gemacht. Aber genau, der Entscheidungsprozess war die folgendermaßen. Wir können mit Arminius spielen, der die Germanen angeführt hat. Ein loser Verbund von wilden Kämpfern damals in den Gebieten des heutigen Deutschlands. Also ungefähr weit. Sehr weit gefasst. Ich bin kein Historiker. Alles, was ich hier sage, sollte man immer mit einer Prise Salz natürlich wahrnehmen. Arminius hat folgende Vorteile. Slaganz ist ersetzt der normalen Krieger, ist wohl günstiger als der Krieger, aber auch ein bisschen schwächer wohl, wenn mich das alles täuscht, hat der Krieger eine Stärke von 8, oder? Nee, Kampf 6. Cheap but weak German Warrior Replacement. Aber hat dafür plus 50% Kampfstärke, wenn wir in der Nähe von Barbaren kämpfen. Außerdem sind wir am Beginn des Spiels mit Barbaren verbündet. Und sobald ein Krieg ausbricht, sind wir im Besitz der Barbaren. Oder bekommen dann Barbaren, die spawnen. Das ist auch sehr interessant. Und Land Units costs 25% less maintenance. Also Landeinheiten sind 25% günstiger im Unterhalt. Außerdem, das muss ich mir mal angucken auch genau. Es sieht so aus, als ob das Technologien ersetzt. Oder, sehe ich das richtig? Wirtschaftswesen plus 1 Gold, Nahrung plus 1, Tribal Village. Sieht wohl so aus, als ob wir Barbarenlager übernehmen könnten. Ja. Und da dann limitierte Technologien entdecken. Nun gut, wir werden Arminius aber nicht nehmen, wir werden ihn aber mit ins Spiel nehmen. Weiter geht's. Bismarck ist jetzt hier tatsächlich der Anführer der Weimarer Republik. Blut und Eisen. Der Jäger ersetzt den Schützen. Wir haben das Hansekontor. Und eroberte Stadtstaaten gehen nicht in den Widerstand. Wir haben dann sofort die Kontrolle über die Stadtstaaten. Außerdem haben wir dann trotz dessen, dass wir sie erobert haben, eine Stimme mehr im Weltkongress und könnten so theoretisch relativ einfach den Diplomatiesieg anstreben. Was heißt relativ einfach? Ich gehe mal davon aus, bis wir dann alle Stadtstaaten erobert haben, ist die Weltherrschaft auch auf militärischem Wege nicht mehr weit. Erich Honecker von East Germany, the Deutsche Demokratische Republik. Ich werde auf jeden Fall mit Erich Honecker mal spielen, weil ich es unglaublich interessant fände und dann auch historische Hintergrundinformationen bringe. Glaube ich. Ich verspreche aber nichts. Ich habe schon viel versprochen, ist nicht eingehalten. Aber mal seine Spezialfähigkeiten gefallen mir nicht so. Wir bekommen zwei extra Spione zum Start der Renaissance. Die können wir entweder benutzen, um uns ordentlich mit Technologien zu versorgen bei unseren Gegnern, falls wir technologisch im Hintertreffen sein sollten, oder aber eben zwei wichtige Stadtstaaten von uns überzeugen, indem wir dort immer Kuhs landen. Außerdem bekommen Nahkampf- und Schießpulvereinheiten einen 25% Kampfbonus, wenn wir in unserem eigenen Territorium kämpfen. Mit wem spielen wir? Mit Spielen mit Friedrich von Preußen. Friedrich II. Steht hier nicht, aber das müsste er auf jeden Fall sein, auch wenn es das ein oder andere
die ein oder andere chronistische Ungleichheit geben sollte, aber wir spielen praktisch als Preußen, genau. Von daher ist der Königskratzer Marsch auch zu verbinden mit Friedrich, auch wenn der erst 100 Jahre später wohl komponiert wurde. Militärgebäude können einen Spezialisten beherbergen. Dieser Spezialist gibt Einheiten, die in diesen Militärgebäuden gebaut werden, mehr Erfahrungspunkte als normal. Außerdem werden Großgeneräle damit schneller verdient. Die High-Level Infantry and Cavalry Units, also die hochgradigen Infanterie- und Kavallerieeinheiten, wobei ich jetzt nicht weiß, ab wann High-Level anfängt, tragen zum goldenen Zeitalter bei, wenn sie Gegner zerstören. Wir haben einen Totenkopfhussar. Ich habe mich auch mal schlau gemacht, der ist jetzt gar nicht so bekannt. Das ist der Totenkopfhussar, ist ein bestimmtes Regiment oder zwei, drei Regimenter, die von der Bevölkerung so genannt wurden, aufgrund des Totenkopfs auf ihren Mützen. Aber ganz interessant, sie ignorieren die Zone of Control. Also wir können uns an Gegnern vorbeischleichen, zwei, drei Felder, obwohl wir daneben sind und das normalerweise dann alle Fortbewegungspunkte kosten würde. Und ja, die nebenliegenden Einheiten auch verletzt. Sie funktionieren, so wie ich das sehe, funktionieren sie wohl wie eine Zitadelle. Da bin ich mal gespannt drauf. Die Landwehr ersetzt den Schützen. Mobile, leichte Infanterie, die stärker ist, wenn neben ihr auch noch eine Militäreinheit steht. Das heißt, wir haben da unglaubliche Synergieeffekte. Die preußischen Baracken, plus 15% Erfahrungspunkte für alle Einheiten und General Specialists yield plus 5. Ah ja, wir können mehrere Spezialisten da einsetzen und für jeden Spezialisten bekommen wir nochmal 5 Erfahrungspunkte mehr für jede neue Einheit. Dasselbe gilt für die preußischen Waffenkammern und die preußischen Militärakademien. Das werden wir nehmen. Wir werden mit Friedrich spielen. Ich zeige noch kurz die anderen Deutschland-Mods. Das Dritte Reich hat das Vaterland. Die großen Generäle können als große Wissenschaftler benutzt werden, im Sinne von, dass sie Wissenschaft balpen können, also diesen Wissenschaftsboost einmalig geben können. Außerdem haben Nahkampf- und Schießpulvereinheiten die Chance, einen großen General zu increase the chance of spawning great general from combat um 50% mehr große Generäle. Die Wehrmacht ersetzt die Infanterie und der deutsche Panzer ersetzt den normalen Panzer. Sie bekommt plus 1 Fortbewegung im Vergleich zum normalen Panzer. Ja, finde ich gar nicht mal so stark. Begins with Blitz Promotion. Ah ja, das ist dagegen sehr stark. Die Wehrmacht kann hier zweimal pro Runde angreifen. Wenn das der Panzer könnte, ich glaube bei Civilization 4 war das so, dann wäre das super overpowered. Wir haben noch einen im Bunde. Das ist, last but not least, Wilhelm II. Einheiten bekommen plus 2 Movement Points to the first turn. Ah, genau. Stormtrooper. Die Star Wars Stormtrooper sind die Spezialeinheit. Ersetzt die Weltkriegsinfanterie. Und die U-Boote. Die U-Boote, ja, können auch nochmal irgendwie sich mehr bewegen. Aber hier ist es praktisch so, sobald der Krieg ausbricht, können wir in der ersten Runde uns zweimal mehr bewegen. Also nicht zweimal mehr bewegen. 2 Fortbewegungspunkte mehr hat man dann. Und in den 9 darauffolgenden Runden 1 Fortbewegungspunkt mehr. Außerdem können Bauarbeiter dazu benutzt werden, Militäreinheiten zu heilen. Dafür haben die Militäreinheiten dann aber für den Rest des Krieges 25% weniger Kampfstärke. Genau, dann haben wir ja alles. Genau, German Empire, das Deutsche Reich und ja, dann stellen wir das mal so ein. Kartentyp, da bin ich wieder für Mischen. Ich bin ein Fan von Mischen. Ich hoffe mal, dass man nicht allzu viel, nicht allzu viel Wasser dann bekommen. Kartengröße klein und das erweiterte Setup. Noch ganz kurz hier Preußen, sehr schön dargestellt. Friedrich ist vor allem für 2 Dinge bekannt. Zum einen für die Kartoffeln, die er als Nahrungsmittel in Deutschland etabliert hat. Und zum anderen für den 7-jährigen Krieg gegen Maria Theresia von Österreich, die wir hier auch spielen könnten und sogar mit reinnehmen könnten. Machen wir jetzt aber nicht. Das war der dritte Schlesische Krieg als Teil des österreichischen Habsburger Erbfolgekriegs. Schlesien findet ihr hier, das ist
ziemlich genau, denke ich mal, diese eine Shade of Blue mit Breslau in der Mitte hat früher den Habsburgern gehört. Friedrich hat dann seinen Anspruch geltend gemacht, es besetzt und dann eben auch zu Preußen dazu annektiert. Und im dritten Schlesischen Krieg, da ging es dann nicht mehr wirklich nur noch um Schlesien, sondern es war mehr oder weniger der Erste Weltkrieg, wie ich gelesen habe. Denn Frankreich und England haben da auch gegeneinander gekämpft. Und zwar dann eben auch in Nordamerika in den Kolonien und auch in Indien, um dort um die Vorherrschaft. Das heißt, es wurde praktisch wirklich überall auf der Welt gekämpft. Und das alles wegen hier, Schlesien. Und Friedrich und Maria Theresia und Ludwig dem 15. und so weiter und so fort. Schwierigkeitsgrad, Kaiser ist natürlich viel zu einfach für uns. Wir nehmen uns Sterblicher. Ich habe zwar letztes Mal auch schon mit Belgien die Welteroberung militärisch gestaltet. Jetzt ist es natürlich, jetzt das nochmal zu machen, sagen die einen oder anderen, ist ja langweilig. Aber wir werden hier, natürlich haben wir hier mit der Landwehr, wir gehen da nochmal gleich drauf ein, den Ton und Kupferzahn, unglaubliche Synergieeffekte. Also wir werden versuchen, das Spiel wirklich zu gewinnen vor 1900. 1950. 1919. Sagen wir mal nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Ungefähr. Erweitertes Setup. So. Dieses Mal werden wir nicht die üblichen Verdächtigen wieder mitspielen lassen, sondern dieses Mal nehmen wir Wilhelm dazu. Ja, das Deutsche Kaiserreich. Dann hätte ich gerne Busy Bismarck, ja, mit Weimar. Hier steht zwar Deutschland, aber es ist Weimar. Dann haben wir Friedrich von Preußen sind wir. Dann haben wir ihn hier. Ihn, dessen Namen wir nicht nennen, dessen Namen nicht ausgesprochen werden darf. Arminius von den Germanen und dann fehlt noch der Erich, der Dachdecker. Honecker. So, wir haben 6 Teams, alle mehr oder weniger deutsch. Wir werden einen schnellen Kampf ausschalten für den Anfang und jetzt hoffen wir auf eine schöne Karte, die ihr dann zu Hause nachspielen könnt. Spiel starten! Honor to you, oh brilliant and tactful Frederick the Great, you are the King of Prussia, a state conceived of piety and bloodshed, but elevated to the heights of power by her exceptional capability on the battlefield, celebrated for your military genius, your victories against Austria and Poland would win Prussia the military acclaim of her legacy, extending the reach of her territory into Silesia and firmly establishing her place amongst the great powers of Europe. Genau, nach dem 7-jährigen Krieg wurde Preußen dann als eine der 5 Großmächte Europas in der Pentarchie anerkannt. Darauf spielt das ja an. A proponent of enlightenment, absolutism, a patron of the arts and a friend of the writer-philosopher Voltaire. You would bring Prussia into modernity, bestowing religious freedom and enlightenment to your people and dawning upon your kingdom of magnificent golden age unseen before. Genau, Friedrich war neben einem großen Militärstrategen auch ein Freund der Künste. Und in seiner Zeit fußte auch oder fasste die Aufklärung in Deutschland Fuß. Der Tonkofusa kann Folgendes machen. Das habe ich gerade eben gesagt. Und die Landwehr auch. Dann brauchen wir darauf gar nicht mehr eingehen. Beginnt eure Reise. Sumpf. Das gefällt mir ja gar nicht im Sumpf. Aber wir haben wenigstens einen Fluss. Wir haben Berge. Das ist gut. Da können wir einiges produzieren. Und wir werden viel produzieren, und zwar Militäreinheiten. Wir haben eine sichtbare Luxusressource, die Perlen. Das heißt, wir werden wohl doch auf jeden Fall wassern müssen. Für die frühe Nahrung ist gesorgt mit dem Vieh und dem Dschungel hier. Ich sehe jetzt keinen Grund, irgendwo anders hinzugehen und Berlin woanders zu gründen als hier. Königsberg, natürlich Königsberg. Königsberg, Preußen. Ja, okay, dann ist Ostpreußen wohl... Ja, das historische Preußen, natürlich das historische Preußen. Ja, das andere Preußen, da kam mit dann Brandenburg dazu und viel später dann auch noch der Rest Deutschlands. Hier noch kleine Information am Rande. Alle Borussen-Fans, sei es Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach oder Preußen Münster,
Wobei das natürlich kein Borussia ist. Aber Borussia ist tatsächlich neulateinisch für Preußen. Ja, falls ihr das noch nicht gewusst habt, the more you know. Wir nehmen die Keramik, werden wir einen Schrein bauen. Wir werden auf jeden Fall einen Kornspeicher bauen, oder nicht? Gute Frage. Auf jeden Fall kommen wir über die Keramik dann auch schnell zum Segeln und über das Segeln zu den Fischerbooten, um dann unsere ersten paar Perlen fischen zu können und mit den Luxusressourcen dann überglücklich zu werden. Hier die Rinder, das ist klar. Als erstes, was nehmen wir, was nehmen wir? Ich würde sagen Späher. Ein Späher auf jeden Fall, gerade mit dem Gebirge hier in der Umgebung, ist das eine gute Idee. Ruinen entdeckt, wunderbar, läuft ja schon mal gut hier am Anfang. Auch wenn wir da zwei Fortbewegungspunkte brauchen, um diesen letzten Landzipfel hier zu erreichen. Aber unser Späher ist ja gleich dann soweit. Die Keramik. Ah, jetzt haben wir die Keramik aus den Ruinen bekommen. Ja, da freue ich mich natürlich. Aber andererseits, ja, haben wir halt schon ein paar Runden in die Keramik investiert. Nun denn. Ja, sollen wir gleich zum Segeln gehen? Lass uns das mal genau anschauen. Der Bergbau wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Der Bergbau dauert 10 Runden. Wenn wir nach dem Späher gleich einen Bautrupp bauen würden, der aber 18 Runden dauert. In 3 Runden wird die Stadt vergrößert werden. Dann nehmen wir auf jeden Fall dieses Feld, ja. Dann haben wir einiges an Produktion. Müssten dann Monument und Schrein müsste ich natürlich immer gleich haben, eigentlich. Ja, vor allem das Monument. Dann warten wir damit noch, oder? Können wir uns das Arbeitsboot kaufen für 240 Gold? Ich glaube nicht. Von daher würde ich sagen, machen wir mal die Tierzucht, um zu schauen, ob wir hier Pferde irgendwo haben. Dann das Segeln, dann den Bergbau oder doch lieber früher den Bergbau. Außerdem würde ich auch gerne noch den Artemis-Tempel bauen. Plus 10% Wachstum in allen Städten und plus 15% Produktion beim Bau von Fernwaffeneinheiten ist natürlich auch super stark. Gerade mit Blick darauf, dass wir viele Einheiten bauen wollen. Ha, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Oder die Schrift. Nee, auf die große Bibliothek haben wir eh keine Chance. Lass uns die Tierzucht nehmen. Lass uns die Tierzucht nehmen. Ein Monument bauen nach dem Späher. Und mit dem Bautrupp noch ein bisschen warten. Wir sind hier relativ gut ausgestattet mit Geländefeldern. Da müssen wir nicht sofort den Bauarbeiter nehmen. Vielleicht haben wir auch Glück und können noch einen in der Umgebung klauen. Das wäre natürlich ideal. Am besten von einem Mitspieler. Das würde ihn schwächen und uns stärken. So, ich merke gerade auf meinen Kopfhörern, dass da wieder ein Knacken ist. Ich muss den Computer kurz neu starten und bin gleich wieder hier. So, jetzt läuft's wieder. Wir entdecken weiter unsere Umgebung. In einer Runde ist endlich unser Späher fertig. Ich kann es kaum erwarten, noch weitere alte Ruinen zu entdecken. Aber so wie es aussieht, haben wir da eher weniger Glück. Ich hoffe mal, dass wir uns jetzt nicht von Gegnern weggeschnappt werden. Hier sieht es nicht so aus. Hier sieht es nicht so aus. Ist das schon wieder Küste? Sind wir alleine auf einem Kontinent? Heieiei. Okay, unser erster Stadtstaat, Belgrad, 30 Gold, das ist toll. Und wir haben Wilhelm getroffen. Wilhelm vom Deutschen Reich. Und ja, schön gemacht. Schön, schön, schön. Oh, who are you? Who? From where? No, never heard of. Was? Er hat noch nie von Preußen gehört. Naja, okay. I am Wilhelm II. Und ich bin mir sicher, dass ihr schon von mir gehört habt. Der Herrscher von Deutschland. Okay. Ich hoffe jetzt mal, ja, wenn er hier ist. Ich weiß nicht, ob er vom Norden oder vom Westen gekommen ist. Er scheint dorthin zu gehen. Dann probieren wir unser Glück mal im Norden. Hoffen, dass wir dort noch den einen oder anderen. Na, da haben wir kein Glück. Aber nun gut, dann haben wir wohl mit dieser einen alten Ruine alle Ruinen entdeckt, die es zu entdecken galt. Wir können jetzt weitermachen mit, jetzt pass auf, wir werden das Monument fertigstellen. Danach bauen wir einen Bautrupp. Das ist klar, ich werde keine Zeit haben, einen Schrein zu bauen. Das heißt, wir werden hier. Ah, er hat doch dieses Feld genommen, um noch weiter zu wachsen. Ist okay, ist okay. Als nächstes dann aber bitte dieses in 3 Runden. Das heißt, wir haben 2 Hämmer mehr. Das heißt, das Monument wird in 3 Runden nur noch 4 Runden dauern, aber dann ein Drittel von ab. Dann ist in. Ja, da haben wir eine Runde gespart. Das heißt, in 6 Runden ist das Monument fertig.
Der Bautrupp wird auch nur 2/3 dauern, das heißt 12 Runden. Das heißt 18 Runden, bis der Bautrupp und das Monument fertig sind. 18 Runden, in 18 Runden. Wobei, können wir hier was klauen. Ah, sieht nicht so aus. Er hat ja 2 Krieger. Außerdem sehen wir nicht mal irgendwo einen Bauarbeiter. Gehen wir mal nicht von aus. Hier unten, Belgrad hat noch keine Bauarbeiter. Das dauert noch, bevor wir hier mit dem Speer irgendwie angreifen könnten. Also müssen wir davon ausgehen, dass unser erster Bauarbeiter erst in 18 Runden fertig ist. Bis der fertig ist, haben wir dann das Segeln entdeckt, können dann einen Frachter bauen in 11 Runden. Gibt es etwas, was wir vorher bauen wollen? Wir haben ja keine, hier links und rechts kein Platz, irgendwas zu bauen. Also zeitlich, links und rechts, zeitlich kein Platz, irgendwas zu bauen. Von daher wird das Bogenschießen auch noch weiter warten müssen. Dann machen wir doch das Segeln, den Bergbau und dann 18 Runden das Bogenschießen. Warte, lass mich überlegen. Segeln. Bergbau. Wenn der Bergbau fertig ist, ja, können wir den mit dem Bauarbeiter dann unsere ersten Minen errichten. Was haben wir denn für Luxus? Außer hier haben wir keine Luxusressourcen. Hier ist noch Marmor. Da können wir mit Königsberg aber nicht mitarbeiten. Wir müssen hier oben werden wir auf jeden Fall noch eine Stadt bauen. Ne? Da. Hier, genau. Haben wir Zugriff auf 2x Wild, Fische. Das wird eine Riesenstadt hier oben. Ja, und dann hier auch. Da müssen wir früh einen Siedler bauen, wobei ich nicht davon ausgehe, dass Wilhelm so weit hier rüberkommt, um eine Stadt zu gründen. Aber er könnte zum Beispiel hier eine gründen. Das wäre natürlich blöd für uns. Ja, es gibt jetzt dann zwar auch viel Überschneidung, aber Königsberg wird gar nicht so groß werden, sage ich mal. Es wird keine One-City-Challenge. Wir machen keine 3 Städte. Wir machen 10 Städte oder so. Und Königsberg muss auch nicht zur Weltkulturmetropole werden, sondern vor allem Militäreinheiten bauen können. Das heißt, wir werden hier eine Stadt gründen, hier eine Stadt und dann vielleicht sogar noch hier eine Stadt und hier Berlin höchstwahrscheinlich werden wir auch einnehmen. Mehrere Berlins werden wir einnehmen, wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt zurück zum hier. Segeln. Aber wenn das Segeln fertig ist, ist ja erstmal der Bauarbeiter da. Das heißt, erst das Bogenschießen, ne, wenn, ah, da. Das ist hier, Alter, da, macht mich verrückt. Wenn der Bauarbeiter fertig ist, genau, dann machen wir das so. Wenn der Bauarbeiter fertig ist, kann er Minen errichten. Wir können dann ein Arbeitsboot bauen. Bis das Arbeitsboot fertig ist, haben wir das Bogenschießen entdecken, können dann zum Artemis-Tempel rüber. Dann haben wir immer noch keinen Siedler gebaut. Da müssen wir uns überlegen, ob wir eventuell die Unabhängigkeit einführen, weil oder Ehre. Mit der Ehre, die, gut, Unabhängigkeit, Ehre. Ich glaube, erst Unabhängigkeit, dann die Ehre. Tradition muss warten. Ich weiß, Tradition ist das Allerstärkste. Aber in diesem Fall nicht. Weil wir mit der Ehre einfach unglaubliche Synergieeffekte erzielen können, die, ja, meiner Meinung nach besser sind als die Effekte, die wir durch die Tradition bekommen. Wenn wir unten tatsächlich schon alles erforscht, okay. Scheint ein kleiner Kontinent zu sein und wir scheinen mit dem Deutschen Reich da alleine auf dem Kontinent zu sein. Außer hier erschließt sich jetzt noch viel und ich hoffe mal, dass wir hier nicht vor einem riesigen Ozean stehen, sondern dann auch die Möglichkeit haben, hier irgendwo an Land zu gehen. Sonst können wir mit unseren Landmilitäreinheiten da weniger ausrichten. Kysyl. Wieder eine neue Stadt, die ich noch nie gehört habt. Hab. Unglaublich, was man hier noch alles lernt. Okay. Das ach krass, tatsächlich. Ein kleiner Kontinent, ein kleiner geschwundener Kontinent. Okay. Wir nehmen die Unabhängigkeit, bringt ein Kultur und außerdem, ja, den Bauarbeiter auch. Wir brauchen viele Bauarbeiter, wir brauchen viele Siedler. Da ist das the way to go. Botschaft einnehmen für 1 Gold pro Runde machen wir nicht. Er hat schon 2 Trüffel. Das ist interessant. Dann können wir ja 2 Arbeitsboote bauen. Und da die Perlen zu Trüffeln machen. Statt Gold. Ah, vielleicht geht es hier unten weiter. Das wäre auch eine Möglichkeit. Bei der Mission Map ist ja alles möglich. Nee, sieht nicht so aus. Ein Barbarenlager. Wir hätten vielleicht sogar die Möglichkeit, das Barbarenlager zu zerstören, da es ja nur Fernkampfeinheiten sind.
Aber das wird ein bisschen tricky, weil hier alles voller Sumpffelder ist. Aber wir müssen da durch. Bringt uns nichts. Jetzt haben wir zugemacht, sehr gut. Werden wir angegriffen? Wir werden nicht angegriffen. Noch besser. Dann können wir hier angreifen. Dürften da nicht. 23, trotzdem eingesteckt. Wie lange dauert es, bis der Bauarbeiter fertig ist? 5 Runden. Und noch 2 Runden bis zum Bergbau. Ja, das sind wir ja der Zeit voraus. Ja, nochmal angreifen. Ich hoffe mal, hier spawnt sonst nichts. Sie haben aber gar keinen Platz, um irgendwas zu spawnen. Von daher bin ich da mal zuversichtlich. Du kannst eigentlich. Ja, komm mal hier hin. Mach noch den letzten Nebel weg. Berlin-Königsberg. Lustig. Vor allem hier ohne Ö, hier mit Ö. Sieht man, dass es von zwei verschiedenen Modern kommt. Ich mag auch das Brandenburger Tor hier als. Die Sanftmütigen werden die Ehre besitzen. Das Brandenburger Tor als, ja, Wappen sozusagen. So, 25 Gold kann man immer gebrauchen. Zwar noch zu wenig, um was kaufen zu können, aber immerhin. Wir haben jetzt einen Bauarbeiter. Können wir mit zwei Bauarbeitern was anfangen? Nicht wirklich. Wir können Minen bauen en masse, aber wir brauchen eigentlich Arbeitsboote. Deshalb würde ich doch sagen, dass wir zur Republik gehen. Die Produktion steigern und dann unseren ersten Siedler poppen lassen in 15 Runden. Mit poppen meine ich natürlich, ne? Nicht, was ihr jetzt wieder denkt, sondern rauspoppen. So, pop, da bin ich. Weißt du? Weißt du Bescheid. Unwegsames Gelände oder wegsames Gelände? Ich würd sagen wegsames Gelände, denn hier um Königsberg herum ist zwar unwegsam, aber ich glaube, dass die Schlachtfelder eher hier sein werden. Von daher ist die Genauigkeit besser. Heißt das überhaupt Genauigkeit? Ich glaube nicht. Königsberg hat schon eine Größe von 4. Welche Felder benutzt du? Wachstum, Wachstum, Wachstum. Es sind 22 Runden bis zur Geburt eines neuen Bürgers. Das ist natürlich huiuiui. Das ist allerdings huiuiui. Wir können Weideland errichten. Und ich glaube, das machen wir auch. Das ist jetzt das Wichtigste. Bogenschießen 4 Runden. Nächste Runde. Und genau, in Königsberg bauen wir jetzt erstmal ein Arbeitsboot, um die Zufriedenheit zu steigern. Ja, werden wir uns noch an der Küste ein bisschen entlang bewegen, die letzten Felder entdecken. In 13 Runden bekommen wir unseren Siedler. Ja, wir bekommen ja bloß als Produktion in 8 Runden. Okay. Breslau gegründet, ja. Ja, hätte ich auch gemacht an eurer Stelle. Ich hoffe mal, dass sie jetzt erstmal ein bisschen brauchen, bis sie die nächste Stadt gründen können. Sonst haben wir ein Problem. Aber hier ist immer noch unser Platz frei. Und dann werde ich jetzt hier mal mich auch positionieren und ein Auge drauf haben, ob das Deutsche Reich denn hier rüberkommt. Als nächstes könnten wir jetzt entweder nach Eisen forschen oder dann doch mit dem Kalender Steinwerke. Nee, Fallen auch nicht. Das Rad vielleicht. Steinbruch, was brauchen wir hier oben? Hier brauchen wir Fallenstellen. In 10 Runden, vielen, vielen Runden erst. Sollen wir gehen auf Militär, wir gehen Bronzeverarbeitung und Eisen. Und auch vor allem mit dem Hintergrund, dass wir eben diese preußischen Baracken bauen können. Da möchte ich dann gleich sehen, was die denn können. Wir werden dich hier positionieren, dann hast du immer schön alles im Blick, was Breslau hier vorhat. Hier werden wir dich positionieren, um das Stadtfeld sicherzustellen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Wilhelm jetzt einen Siedler hier rüber schickt. Aber man weiß ja nie. Nur noch 6 Runden bis zur nächsten Stadt. So, 2 allein in einer Runde fertig. Immer toll. Plus 1 Nahrung und plus 4 Zufriedenheit. Sehr gut. Dann müsstest du für die Schafe, glaube ich, auch. Der Artemis-Tempel ist. Ah, wir brauchen aber zuerst einen Schrein. Oder? Wenn wir auf Produktion umstellen würden, könnten wir es mit dem Artemis-Tempel probieren. Okay, dann baut doch den Schrein fertig. Königsberg wird dann in 8 Runden wachsen. Und dann. Einen Frachter können wir bauen.
um von Königsberg nach Königsberg oder nach Belgrad geht in Belgrad, das würde uns ja super reich machen. Wie lange braucht denn der Frachter? 17 Runden. Nein, der Schrein muss erst sein. Der Schrein hat hier Vorrang. Plus eins Nahrung. Ja, das ist doch okay. Das ist okay. Dann wird Königsberg auch wachsen, wenn der Schrein fertig ist. Genau. Bronzeverarbeitung. Haben wir Eisen irgendwo? Haben wir Eisen? Sieht nicht so aus. Das Deutsche Reich hat Eisen. Wir haben kein Eisen. Hier unten auch noch eine Stadt gründen auf jeden Fall. Nur wo? Hier die ganze Küste ist ja belegt mit Ressourcen. 1, 2, 3. Ich würde sagen, hier, ja, bei den Schafen, auch wenn das wieder nah an Königsberg ist, so nah an Königsberg, wie es möglich ist, aber der Vorteil ist, wir können unsere Stadt leicht verteidigen. Und außerdem kosten die Straßen nicht so viel. Es gibt zwar viel Überlappung, aber wie gesagt, wir wollen nicht die größten Städte ever bauen. Weiter geht's. Sollen wir mit der Steinmetzkunst zum Kompositbogenschützen gehen? Oder aber sollen wir vielleicht einen Leuchtturm bauen? Plus eins Nahrung von Küsten, Ozean, Geländefeldern, plus eins Produktion von Meeresressourcen in dieser Stadt. Das wäre auch nicht verkehrt. Aber wollen wir da wirklich hin? Ich würde schon sagen, oder das Rad. Streitwagenbogenschütze. Haben wir Pferde? Wir haben keine Pferde, ne? Nee. Können wir alles nicht gebrauchen. Zwei Runden ist der Siedler fertig. Steinmetzkunst, Sumpftrocken liegen. Brauchen wir auch nicht wirklich. Ja doch, ich würde sagen, zum Kompositbogenschützen, um da eine starke Fernkampfeinheit zu haben. Wenn es dann drauf ankommt, wir werden uns wohl hier noch mit Speerkämpfern begnügen müssen. Statt Schwertkämpfern. Aber nun denn. Die Kollektivherrschaft gewährt uns einen Siedler, der jetzt hier leider einen Umweg machen muss. Halb so schlimm, solange hier kein Siedler plötzlich auftaucht. In drei Runden bist du da. Wunderbar. Produktion wählen in Königsberg. Der Schrein ist fertig. So. Noch eine Runde bis zur Geburt eines neuen Bürgers. Ich probiere mich an einem Artemis-Tempel und gehe hier auf Produktionsfokus. Der Produktionsfokus sagt mir... Ja, das hier. Ich nehme die eine Runde mal noch mit. Und dann schauen wir weiter. So, jetzt sind es 55 Runden bis zur Geburt eines neuen Bürgers. Wo können wir sparen? Hier ist eine Hungersnot. Artemis-Tempel nur noch 16 Runden. Dann würde ich sagen, komm hier hoch, bau eine Mine. Damit haben wir einen Produktionspunkt mehr. Ich hoffe mal, dass du nicht allzu lange für die Mine brauchst. 7 Runden. Ah, das kann ja ich schneller. Dann gründen wir die Stadt Potsdam. Die Hauptstadt Brandenburgs. Bauen ein Monument. Und machen hier eine Pause. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich darauf, von euch zu hören, ob ihr das Spiel nachgespielt habt. Bis dann, euer Egon Sonn.